Steht mein Sessel genau die Grube. Ja. Grüß euch, servus, grüß die Hände. Da ist der Klaus von den 16er Buam. Naja, normalerweise haben wir ja am Montag eine Live-Sendung, nämlich die 16er Buam Online-Show. Heute jedoch nicht, weil wir sind nämlich konzertant unterwegs, das heißt wir sind engagiert, wir müssen anderweitig auftreten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einfach ein Ersatzvideo. Das heißt, das Ersatzvideo, das haben wir schon gemacht im Sommer. Man sieht es dann auch gleich noch in der kurzen Ansapanier sozusagen. Und ja, wir hoffen, dass euch das interessiert. Es geht um Folgendes. Der Bruder von Patrick, der Oliver, baut ja Gitarrenverstärker, Röhrenverstärker. Und da plaudern wir ein bisschen über die Musikszene und über die, ja, allgemein eigentlich über Musik und dergleichen und wie das halt ist mit Instrumentenbau und oder Verstärkerbau. Also ein ganz interessantes Gespräch, das haben wir geführt auf der Terrasse von Patrick in, wie heißt das, Eibesthal, ja, also bei Mistelbach, war ganz leiwand und ja, es war eine ganz spontane Geschichte, das heißt, es ist bildtechnisch nicht einmalig. Es ist mir zweimal der Akku ausgegangen, das heißt, es wird abrupt unterbrochen, so auch am Schluss, aber mit dem, glaube ich, können wir alle leben. Es ist, glaube ich, ein ganz interessantes Gespräch. Und die 16er Buam sind sicher wieder am nächsten Montag live. Aber jetzt dabei wünschen wir euch viel Spaß und Freude mit dem Ersatzprogramm und schreibt uns vielleicht in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Das würde mich interessieren. Alles dann, viel Freude, viel Spaß, wir sehen uns nächsten Montag live wieder auf Facebook. Pfiat euch! Herzlich willkommen, grüß euch heute aus Eibesthal, meiner Heimat. Heute zwei wunderbare Gäste hier bei mir in der Gesprächsrunde. Einmal rechts von mir mein Bruder, der Oliver. Grüß euch! Den anderen auf der anderen Seite, das wir jetzt alle kennen, der zweite 16er Bub, Klaus P. Steurer. Grüß Freut mich. Habe die Ehre. Ich freue mich, dass wir da sein dürfen. Ja, aber gerne, es ist mir wieder eine Ehre. Und ich muss dazu sagen, es ist filmtechnisch ja grandios, weil wir haben, jetzt ist gerade ein Wolken vor der Sonne, aber es ist nämlich auch so, dass die weiße Wand dort von der Sonne angestrahlt wird, wenn es scheint, jetzt gerade scheint es nicht, aber grundsätzlich, und das ist wie ein Reflektor und leuchtet uns wunderbar aus, hoffe ich zumindest. Also, wir müssen jetzt fast schon die Brünn wieder runternehmen. Ja, kurz, ja, aber sie kommt wieder. Jetzt nicht, nein, ich setze uns sicher drüber wieder auf. Die kommt wieder. Der Oliver, einmal warst du schon in der Live-Sendung? Jawohl, in der ersten? Nein, in der ersten? War das in der ersten? Glaube ich nicht, die erste war es nicht, die zweite. Die Schlägen, ja, in der Klause, in meiner Klause. Und jetzt sind wir in Patricks Klause. In meiner Klause hier, ja, im nördlichen Weinviertel. Schön ist da, das ist mich sauwohl da. Das ist nördliches Weinviertel. Das ist nördliches Weinviertel, ja. Da geht nichts mehr weiter? Ein Stückerl noch, aber viel weiter nicht mehr. Nördlich stimmt, nördlich, nordöstlich. Nordöstliches Weinviertel, ja. Okay, na schau. Ich hätte es jetzt gar nicht so als nördlich wahrgenommen, aber es stimmt natürlich, ja. Klar. Aber herrlich, eine schöne Gegend. Du bist in guten 40, 45 Minuten in Brünn. Mhm. Also fast dieselbe Strecke wie nach Wien, ne? Eigentlich ja, also so die Hälfte der Strecke bereits. Ja. Quasi echt Wien. Nach Brünn oder nach Wien. Ja, aber schön ist da im Weinviertel. Ja, und jetzt sind wir da. Und der Oliver, der Bruder von Patrick, ist ja quasi die wie sagt man da, so, die Ursache, dass wir überhaupt die 16er Buam. Der Verursacher. Der Verursacher. Ja, das ist richtig. Der Verursacher. Warum? Wie war das? Oliver, erzähl. Naja, ich habe damals, das war dann 94, glaube ich, habe da seit längerem einen Gitarrenlehrer gesucht und nachdem wir ja alle in dieselbe Schule gegangen sind, in die Unterstufe, haben wir jetzt, am Schulmehrplatz war das am 16. Haben wir uns damals schon kennengelernt und wir zwei haben uns dann einmal auf so einen musischen Abend, hat das dort immer geheißen. Das war immer Weihnachten und am Ende des Schuljahres. Und wie ich dann in die HTL gekommen bin, haben wir zwar uns dann vor Weihnachten dort nochmal getroffen. Genau. Oder wieder getroffen. Ich muss ja dazu sagen, weil ich natürlich ein legendärer Gitarrist der noch legendäreren Schulband war. Ja bitte, der Rockgitarrist schlechthin mit dem Kretzel. Nein. Der hat eh gut gespielt wie damals schon. Wie damals schon ist gut. Ja. Wolltest du heute immer noch so spielen wie damals, hätten wir nicht Jump spielen, glaube ich. Also, ja, das glaube ich. Ja, jeder fand da. Ja, genau. Ja, dann sind wir zwar ins Gespräch gekommen und du sagst, naja, ich brauche ja ein bisschen Kohle, ich gehe studieren. Ich bin der Gitarre. Nein, also wirklich sofortige Sympathie. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, das mit Gitarrespielen hat bei mir dann nicht so gut funktioniert, sage ich einmal. Naja, aber. Ein bisschen geht noch. Ja. Nein, das stellt den Licht nicht unter den Scheffel. Es gibt weitaus nicht so gute Gitarristen. Ja, aber auf das kommen wir dann noch zu sprechen, weil ferngeblieben ist er ja diesem Metier nicht. Aber das besprechen wir nachher. Das können wir nachher. Nein, ich bin nicht und noch sind wir im historischen Aspekt. Im musikalischen Bereich ja durchaus weiterhin tätig. Ja. Und so habe ich dann den Klaus eigentlich kennengelernt. Genau, da haben wir zwar dann geredet und gesagt, oh, haben wir da so eine Kontragitarre habe ich gekauft, das tust du glaube ich schon nicht gehabt. Ja genau, ja. Und ja, und ich habe gesagt, du, ich habe einen Bruder, der spielt Harmonika. Somit hat sie zwar was angekommen. Und ich habe ihn Klaus schön grüßen lassen. Genau, weil ich habe sich ja damals auch schon kennt. Ja, nicht näher, ne? Nicht näher, aber... Vor allem, ich bin ein bisschen jünger als der Klaus und das war eigentlich so... Ja, 2,5 eigentlich. Ja, also. Und weil natürlich, ob einer 14 ist und der andere 16,5 ist natürlich der Unterschied schon enorm. Das ist stark, ja, das ist stark. Ich bin immer verarscht am Gang, wenn ich gesehen habe. Da war ich aber noch ein Kopf kleiner als er. Ja. Wie wir uns wieder getroffen haben, dann war ich schon Drecke. Das ist so. Aber ja, das war die Ursache eigentlich. Nicht? So sind wir zusammengekommen und dann hat sich die 16. Und auch der Name 16er Buam kommt eigentlich von dir. Das weiß ich auch noch. Weil das war, da haben wir irgendwo gespielt, das war ganz am Anfang. Wir haben ursprünglich tatsächlich Duo Rutger-Steurer geheißen. Das war ja üblich in diesen Duos. Das ist ja ähnlich wie beim Jazz, wo du einfach nur die Namen der Protagonisten nennst. Nicht? Also das war eben das Duo Rutger-Steurer. Aber ja, das war jetzt kein Name, sondern das hat man nur so gesagt. Und dann haben wir irgendwo gespielt, ich weiß nicht mehr wo. Und das war so ein Frühschoppen, irgendwas Gröberes. Aber öffentlich und das war angekündigt. Plakatiert wurde in der Institution hat das gemacht. Und die haben ein Plakat gemacht, die haben angerufen und da sind wir drei gerade beieinander gewesen, irgendwo an einer Schank. Und der hat gesagt, erst, ich brauche einen Namen, wie heißt es nie, ich muss das aufs Plakat aufschreiben. Stimmt. Und wir haben dort gerade Ottakringer Bierdosen waren, oder weiß nicht, ob es andere waren, weiß ich nicht, aber Bierdosen waren gerade in der Vernichtung. Und wir haben gesagt, ja, wie heißt man, nicht? Und so, na, Ottakringer Buam hat es schon gegeben und das ist so klar. Und der Oliver macht, haut sich da sein Bier weg alleine, sein Brechweckerl. Brechweckerl und sagt, na, wie 16er Blech? Sagt halt 16er Buam. Das war deine kurz spontane Idee. Wir haben dem gesagt, ja, ist ja wurscht, passt. Dass einmal was oben steht. Und das ist uns blieb bis heute. Das ist uns blieb. Wir wollten dann kurz einmal wieder zurück zu unserem ursprünglichen Namen, hat sich aber nicht durchgesetzt. Also unsere Fanbase, wie man so sagt, hat uns nur einen Vogel geteilt und hat gesagt, nennt euch wie es wollt, für uns hat es die 16er Buam. Wir haben uns dem gebeugt sozusagen. Der Gewalt gewichen. Oder der Ignoranz unserer Wünsche sind wir gewichen. Naja, das war, also auch dafür warst du eigentlich mitverantwortlich, dass wir dann so hassen. Und dann haben wir natürlich viele gemeinsame Erlebnisse gehabt, nicht nur musikalisch, auch in vielerlei Hinsicht. Trinkenderweise, wenn ich das so sage, im positiven Sinne. Also wir waren viel unterwegs, viel gemeinsam gemacht. Und ja, bis heute eigentlich. Nicht? Und jetzt durch das, dass der Patrick natürlich quasi fast in deine Nachbarschaft gezogen ist, weil du bist 3 Kilometer von da entfernt. Ne? Genau, da muss ich wieder sagen, da ist ja wieder mein Bruder eigentlich schuld, dass ich ins Weinviertel gezogen bin. Stimmt. Jahrzehnte fast in Wiener war ich da, kann man sagen. Und vor 1,5 Jahren, also fast 2 Jahren, da hat der Oli angerufen und gesagt, du willst nicht auch ins Weinviertel ziehen, da ist ein Haus frei worden zum Mieten. Ich habe nicht lange überlegt und habe gesagt, ja passt, so ist die Familie auch wieder beieinander. Genau. Das war noch in meiner Wirtschaft drüben, in Kettlasbrunn, genau. Kettlasbrunn, ja. Genau. In der Zwischenzeit hat Gott einmal die Pfeile abgeschossen und ich habe ein liebes Weiberl getroffen, die woanders hin. Das ist ja fast das Wichtigste, nicht? An der ganzen Geschichte. Ja, stimmt. Ohne den hätte ich meine liebe Elisabeth nie kennengelernt, ja. Ja, die auch eine Kettlasbrunnerin war vorher, ja. Genau. Und jetzt sind wir da in Eibesthal. Eibesthal, in der Passionsspiel. Passionsspiel, Gemeinde. Ja. Ist eine Gemeinde? Eibesthal ist eine Gemeinde? Nein. Ja. Eine eigene Gemeinde? Nein, das ist eine Katastralgemeinde von Mistelbach. Na, in der Zwischenzeit. Na, in der Zwischenzeit. Du kannst auch sagen, in Ottakring ist ein eigenes Dorf, aber in der Zwischenzeit ist es halt schon ein Bezirk von Wien. Ne? 1891 ist Ottakring eingemeindet worden. Mhm. Ja? Schon lange. Ja. Zusammengelegt mit dem Neulärchenfeld. Genau. Ja, das war damals auch gesturlt. Wahrscheinlich, ich war nicht dabei, nicht? 1891 ist schon eine Zeit her. Mein so jetzt haben wir noch nicht. Aber so ist eigentlich lustig, nicht? Also zwei Wiener Liedmusikanten und ein Ur-Ottakringer dazu noch. Nicht? Und ich bin ja noch in Wien daheim. Nicht? Also ich habe noch meine Liegstätte, Schlafstätte in Wien, bei meinen holden Weiblein. Aber ich habe mein Haus, meine Klause im südlichen Niederösterreich aufgeschlagen, sozusagen. Und ihr seid beide da ins Weinviertel raus. Also er ist quasi auf der anderen Seite von Niederösterreich. Ja, ja. Von dem her sind wir weit auseinander, aber durch Wien sind wir wieder näher. Das passt aber eh schief. 16er Buam, also das Wiener Lied, Mittelpunkt Wien. Mittelpunkt ist Wien. Das ist genau in der Mitte. Ja. Ja. Das ist richtig. Aber es ist wieder so, Wien hat sich natürlich verändert. Und ich würde jetzt gar nicht so in diese Ranzerei, viele einfach, ah, das ist nicht mehr so wie früher, ja, logisch und Gott sei Dank, weil früher war nicht alles besser. Nicht, außerdem, aber der Punkt, was mich stört an Wien, was sich verändert hat, ist nicht jetzt diese klassischen Argumente oder diese Allgemeinplätze, was er sieht, mehr Ausländer oder es wird viel mehr zugebaut oder so Sachen. Was mich wirklich stört, an dem, wie sich Wien entwickelt hat, dass es so zu einer Weltstadt wird wie alle anderen. Dass all diese Besonderheiten von Wien nicht in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern man macht aus diesem Wien eine genauso gleiche geschissene Stadt, wie es auf der ganzen Welt gibt. Das ärgert mich wirklich. Das verstehe ich völlig aus, aber sonst mit einem Hamburger über das Thema sprichst, ist es ähnlich. Ja. Aber ja, das passiert auf der ganzen Welt, in den Großstädten, das wird alles so nivelliert und alles so gleich irgendwie. Das ist schade, gerade diese Eigenheiten sind ja das Interessante. Ja, man misst sich halt immer an den anderen und man versucht das gleich zu machen. Wahrscheinlich auch aus falschen wirtschaftlichen Gründen, dass es messbar ist anscheinend. Und es gibt Dinge, die kann man nicht messen. Ne? Ein Flair einer Stadt ist unmessbar, egal wo es ist. Natürlich, an gefällt es mehr, an gefällt es weniger, das ist ja das Schöne. Ne? Ja, aber es verliert damit die komplette Kultur. Ne? Und das merkst du, weil von den jüngeren Generationen, kann man jetzt schon sprechen, die jüngeren Generationen können nicht mehr wienerisch. Überhaupt nicht mehr. Nämlich wirklich nicht mehr wienerisch. Also die stehen wie ein Ochs vom Tor, wenn wir spielen und wir singen, die verstehen kein Wort. Das ist ein Wahnsinn. Und da geht es aber nicht einmal um irgendwelche speziellen Ausdrücke oder irgendwas, einfach nur, wenn man wienerisch im Dialekt redet, dass das nicht mehr verstanden wird. Und das haben von den Ausdrücken her reden wir noch gar nicht von den speziellen. Nein, gut, ja, aber so was denke ich heute auch nicht. Ein Traktor fährt. Bravo, Traktor! Jawohl, die Erntezeit hat begonnen. Vorher, wie ich aufgestanden bin, bin ich heraus auf der Terrasse gesessen und habe einen Kaffee getrunken. Da war es so halb 8 herum oder was. Ist einer mit einem Pferd vorbeigeritten. Das war lustig, weil du den Schädel gesehen hast, da über der Mauer, da ist eine Mauer. Und die hat aber mit der Freisprecheinrichtung telefoniert. Ich weiß, das ist schön, das ist Romantik und Technologie. Bist du der Feind, der Traktor? Ja, ist ein Wahnsinn. Gute Luft. Fast wie mit Ölheizung. Aber politisch unkorrekt. Ich habe keine Ölheizung. Ah ja, du hast eine Ölheizung. Das ist einmal gefördert worden. Ist schon vor 2 oder 3 Jahren noch gefördert worden. Ja. Aber es hat mir gefallen. Also eine Reiterin in Freisprecheinrichtung. Und da hat es telefoniert, am Pferdal ist er daneben vorbei galoppiert. Oh super, irgendwas mit der Waschmaschine war hin. Also, Nur, falls mich interessiert, was jetzt so dazu eigentlich wurscht, was da ist, dass da irgendwas nicht geht, irgendein Schalter geht, nicht irgend sowas. Dazu. Weiter hat es mich dann nicht interessiert, weil dann ist er schon vorbei. Naja, galoppiert nicht, aber vorbei, getrappt. Naja. Ach, der Robert. Aber der, ja, es ist aber wirklich das Wienerisch, das versteht keiner, das redet keiner mehr. Und jetzt kommt natürlich wieder dieser Drang, wir wollen was Eigenständiges, wir wollen wieder unsere Wurzeln entdecken. Jetzt packen sie es Wienerisch aus und was kennen sie? In Mundl, Proleten, Wienerisch, was anderes kennt man nicht. Das ist schade. Und das ist schade. Aber das kann die junge Generation verstehen. Also die haben nur dieses RTL-Synchrondeutsch oder was drin, nicht? Oder das Netflix-Synchrondeutsch oder ja, keine Ahnung was. Das ist sehr, sehr schade, weil schon wieder Kultur verloren geht. Ja, komplett. Aber wieder nicht nur in Wien, sondern das Problem ist auch in den anderen deutschsprachigen Ländern überall so, dass das einfach verloren geht. So, ne? Ich meine, noch ist es nicht so, aber es wird wirklich so sein, was du dann sagst, okay, du steigst irgendwo aus, bist in Berlin, Hamburg, München, Wien, Graz, weiß ich nicht, Budapest, nein, Budapest ist jetzt eine andere Sprache dann, aber vom Deutsch jetzt, aber du wirst kein Unter, du musst dann irgendwo schauen, wo bin ich jetzt dabei? Die gleichen Geschäften, die gleichen Gebäude, die gleiche Aufteilung und die Leute reden die gleiche Sprache. Das ist du, mein Bruder war letztes Jahr daheim in Brünn. Ich wollte gerade sagen, das war selber Gedanke gerade. Das mit den Geschäften ist mir halt aufgefallen. Nicht? Also, wir sind seit ein paar Jahren, ich mit meiner Frau dann zur Weihnachtszeit kurz davor immer in Brünn, die letzten 4-5 Jahre. Weil das recht nett ist, so ein Wochenende. Ganz ein netter Weihnachtsmarkt, haben ein bisschen was anderes als was unsere Weihnachtsmärkte sind, sehr urig. Ja. Aber also mit viel Handwerk auch. Handwerk, ja, vor allem Handwerk, und das waren die letzten Jahre auch die Gassen, die man im Rund um Brünn gehabt hat, wirklich mit kleineren Geschäften, einfach wo man so durchgraubeln kann. Ja. Das ist aber noch Sattler und ja, und Schmied. Und das ist wirklich verschwunden, der Markt schon noch. Da versucht man anscheinend irgendwie eine gewisse Show zu halten, ja. Aber bei den Gassen, entweder stehen sie leer, wird zusammengerissen, und ein großes Geschäft, wie sie alle heißen, wie Koppenburg und was weiß ich, und so weiter. Und eine große, das musst du rausschneiden, darf man ja nicht sagen, glaube ich. Da wollen wir mal schimpfen drüber schon. Und wirklich, also eine große Kette nach der anderen, die machen halt große Paläste. Ja, furchtbar. Und von den Kleinen, also das ist wirklich das letzte Jahr, zu Weihnachten ist uns das massiv aufgefallen. Ne? Ja, ja. Also ich denke mir das zum Beispiel, jetzt, das hat jetzt nicht direkt was mit Wien zu tun, aber am Land, ne? So diese kleinen Gemeinden, und dann sagst du, oh, und die haben alle diese Gewerbeparks, ne? Wo du da auch wieder alles hast, ne? Die gleichen. Ne? Das haben wir immer gesagt, da gibt es einen Witz, die längste Erotikmeile, ne? Weil das muss ich schauen, wie ich es zusammenbringe. Die fängt an, warte mal, ich hab's gleich. Ich weiß nur nicht, wo es anfängt. Aber die drei weiß ich. Ich weiß sie. Was ist der dritte? Das war Schlecker, ja, Vögerli und Bettenreiter. Bettenreiter, genau. Also die längste Erotikmeile, ne? Die fängt an beim Vögerli, geht über den Schlecker und hört beim Bettenreiter auf. Ja. Ja. Nein, aber es ist so, jetzt hast du diese Gewerbeparks, du hast genau die kleinen. Geh mal ruhig so, du hast in Pila, in Hofer, in Lidl, in Fressnapf, Antenna von mir aus, ja, also immer die gleichen. NKD oder so. Ja, genau. Kik und immer das Gleiche. Ein Bagro, überall das Gleiche. So. Und jetzt regen sie die alle auf in den Gemeinden, ja, wir haben in der Stadt nichts mehr und hin und her. Und was macht da jede Gemeinde? Ist, alle bauen so einen Gewerbepark, wo man die Geschäfte nicht mehr. Warum? Weil es auch Geld einbringt. Ne? Natürlich. Und ich denke mir das, ja, stell dir vor, jetzt kommen da eine Stadt, ein kleines Dorf wird es nicht sein, aber man sagt, du hast eine kleine Stadt, mit einer Innenstadt und alles, mit Geschäftslokalen, und dort siedelst du wirklich an Handwerker, kleine Geschäfte, und kümmerst dich um das, dass das da halten wird. Jetzt sagt man, na klar, weil die Leute noch immer ihr Essen beim Merkur kaufen oder in einem anderen Rewe-Konzern, Ableger vom Gewerbepark. Aber sehr viel werden, wie eine Touristenattraktion, würden die dann in die Stadt reinkommen und täten halt dann schauen, was da alles gibt, ja? Weil es eben überall was anderes gibt. Und so wie früher hast du gesagt, in Stoob, im Burgenland, da kriegst du die Keramik, ne? Da sind die Keramiker daheim, da fährst du nach Stoob. So wie in Gmundner, ne? Das Gmundner Geschirr. Da fährst du extra wegen einem Geschirr nach Stoob und machst einen Ausflug damit. Ne? Heute ist das scheißegal, gehst zum Ikea und fertig. Oder kannst du das gleich nehmen. Ja. Das ist leider so, aber ich merke besonders bei meiner Freundin und bei mir, also wir kaufen schon sehr regional, generell bei den Lebensmitteln sind wir da sehr fleißig unterwegs, sei es beim Fleisch, sei es beim Gemüse, sei es beim Obst. Es geht schon, es ist aber auch nicht so einfach, weil direkt in der Gemeinde kriegt man es oft nicht. Man muss ja dann schon in die Nachbargemeinden ein bisschen ausschwärmen. Ja, und oft bestellen. Ne? Und oft bist du auf Bestellung dann natürlich nur. Ne? Aber es geht. Aber es geht eigentlich, ja. Oder eigener Gemüsegarten wie bei uns ist natürlich auch Goldes wert, jetzt überhaupt im Sommer, ja, im Frühsommer. Salat, Kohlrabi, Mangold, die ganzen Kräuter, alles da bei uns. Wie wir uns sogar einen Zwiebel anbaut heuer und einen Borri anbaut, einen Zöller anbaut, Paradeiser, Gurken, Zucchini, Kürbis. Händeln waren noch ein Hit. Händeln waren noch Hit, ist aber auch kein Problem, weil eine liebe Freundin von uns, die Beatrix in Kettlasbrunn, hat Händeln und der Bruder von meiner Freundin, also mein Fastschwager sozusagen, die haben jetzt auch Händeln. Ja, alles da. Ja, na, so geht das, es geht schon. Ja, aber das, ja, es geht, wenn man will, wenn man ein Haus hat. Wenn man ein Haus hat. Wenn du eine Wohnung hast in der Stadt oder in einem Dorf, dann schaut es anders aus. Ja. Aber es ist, du hast, aber das ist, wie gesagt, mich stören jetzt weniger die Produkte oder dass diese Geschäfte sind. Mich stört, dass es gibt keine Vielfalt, keine Individualität, nichts mehr. Das ist alles so dermaßen gleichgeschaltet. Also ich komme mir vor oft wirklich wie in der Blütezeit vom Ostblock. Man, wahrscheinlich geht es mir besser, ja, als denen im Ostblock, ja, das weiß ich nicht. Im Vergleich habe ich nicht. Ist klar. Aber ich rede jetzt nicht von der Freiheit oder von der Ideologie dahinter oder sonst so, sondern ich rede wirklich jetzt von dem, was es gibt. Es gibt alles. Und du hast früher aus diesem Spruch gehabt in Ostdeutschland, ne, bei diesen kleinen Geschäften, ne, ist drüber gestanden, was wir nicht haben, brauchen sie nicht. Ja, ja, genau. Ja? Und das ist im Prinzip da genauso. Das ist das, was du willst, oder wenn du um Himmels Willen einmal irgendwas Eigenes willst, was nicht an jeder hat, was nicht an jedem Haushalt drinnen steht, dann bist du überhaupt, entweder hast du viel Geld, wirklich viel Geld, oder du hast ein Pech gehabt. Ne? Dafür ist wieder das andere Extrem in einem Supermarkt, kann ich mir von der einen oder selben Erdäpfelsorten 5 unterschiedliche Hersteller aussuchen. 5 bis 7? Wo ich jedes Mal da stehe und denke mir, wozu? Ich hätte vielleicht statt die 5 gleichen, weil alle dieselben Sorten haben, vielleicht nur 3, aber dafür jeder baut eine andere Sorten an. Ne? Ja, ja. Nicht 5 mal Liter. Ja, genau, ja. Weil ich nicht nur festkoche, das einmal ich für ein Püree oder Knädeln auch ab. Ne? Und das ist das Arge. Auf der einen Seite ist nicht viel Auswahl, aber wenn du genau hinschaust, ist es dasselbe Produkt. Ne? Ja. Und das finde ich halt irgendwie... Es ist ein Leger, es ist ein Leger. Es ist einfach seltsam, nicht? Also das. Und pass auf, und jetzt seht ihr mal, wie man gesprächstechnisch ein Rutschen legt von höchster Güte. Weil wenn wir von Vielfalt sprechen, sind wir ja auch in der Musik so. Nicht? Es gibt ja also ein paar Firmen, die das mehr oder weniger dominieren, sei es jetzt vom Handel angefangen bis zur Herstellung von Instrumenten. Natürlich ist da noch ein bisschen individueller, aber es ist natürlich sehr viel Massenware, wenn man so sagt, ist natürlich da. Also gerade im Bereich, jetzt, wenn man als Gitarrist spricht, dann muss man sagen, bei E-Gitarren und Co., ich meine jetzt bei Akustikgitarren gibt es halt auch ein paar Hersteller im großen Geschäft, aber da gibt es noch viele Werkstätten auch. Genau. Da muss man halt auch hinfahren wie zum Bauern, das ist ja das so. Aber der Oliver ist einer von denen, der individuell was macht, nämlich Gitarrenverstärker noch. In Röhrentechnik, handverdrahtet. Yes! Und das ist halt eine große Leidenschaft, das habe ich auch beruflich eine Zeit lang gemacht. Ja. Für namhafte Hersteller auch komplette Servicestationen übernommen. Und ja, jetzt mache ich das halt so nebenbei als Hobby und schauen wir gerade, dass wir was Größeres aufbauen damit wieder und sagen, das Hobby wieder zum Beruf machen. Oder muss man halt schauen in der heutigen Zeit. Schön gemütlich. Und wenn es ein bezahltes Hobby ist, ist jetzt auch gut einmal und dann schaut man, wie man weiterkommt, und ja, kann mich jeder gerne besuchen. Jawohl. Eine Homepage gibt es ja schon, gell? Mittlerweile. Von dir. Ja, die ist gerade am Aufbau. Ist sie schon online oder die ist noch nicht, glaube ich. Die ist online, ist aber quasi im Prozess. Aber man kann schon reinschauen. Genau. Das muss dann auszuschneiden, ich weiß nicht, wie ich jetzt nicht rauskriege. Kann nicht auf RedemptionAmps.com. Aber ich kann da nachschauen, wenn es das ausschneidest. Redemption. Ist da noch? Du schau nachgehen. Na klar. Das liegt nicht. Ich trage es dann einfach ein. Ja, ich schreibe es dann rein. Ist noch einfacher. Ja? Ja, RedemptionAmps.com heißt es. Ja. Redemption. Wieso RedemptionAmps? Wie kommst du auf den Namen? War ein ganz lieber Freund von mir, der bei diesem Projekt mit dabei ist. Und wir haben einfach einen Namen gesucht und gesagt, gut, vielleicht weil wir doch international werden wollen, nehmen wir halt einfach vielleicht wirklich was Englisches, ich weiß, das widerspricht vielleicht der österreichischen Kultur, aber ich sage, in der Branche ist das sicher nicht schlecht. Und wir haben als Logo also einen wunderschönen gezeichneten Engel oder eine Engelsfigur ja auserkoren. Und nachdem Redemption auch quasi die Erlösung oder auch Auferstehung heißt, nicht? Und man dachte, das passt doch recht gut, wenn man einfach ein gutes Produkt macht mit quasi althergebrachten, guten technischen Grundlagen, modern auch interpretierbar macht, und sagt, das passt doch jetzt von dieser allerlei, dass man sich dann einfach abhebt und ja. Also macht ihr dann jetzt da rein nur Röhrentechnik, die Verstärker, oder wird es eigentlich so kombinierte Sachen sein mit USB-Anschluss oder so weiter oder zusätzlich noch oder was? Also mit USB-Anschlüssen und großen digitalen Geschichten habe ich jetzt einmal nichts vor. Gut. Da gibt es ja genug eigentlich. Ne? Da gibt es genug, ja. Es gibt ein paar Ideen, wo man vielleicht gute Röhrentechnik mit modernen Geschichten kombinieren kann. Die es vielleicht so noch nicht gibt, also da gibt es ein paar technische Ansätze, wie man Röhre mit kleineren Endstufen kombiniert, damit das tragbar wird. Also nicht die berühmten 40 Kilo Verstärker, wie genau, wir noch haben und geliebt haben. Die haben natürlich auch was für sich, weil die halt einfach wirklich viel Luft bewegen, sage ich mal, aber man braucht doch sehr viel Luft, selbst in der Lunge, damit man das zahlen kann. Und es geht ja wirklich auch, wenn man sich Bühnen anschaut, es wird ja immer weniger, dass jetzt diese riesen Stacks dort auf der Bühne immer dumm stehen. Es sind eher Musiker, die vor allem noch Geld verdienen, die halt sehr mobil sein müssen. Und bei vielen Bühnen, gerade wenn man jetzt nicht auf großen Open Airs spielt, sind halt eher klein und man hat halt wirklich heutzutage Probleme mit Lautstärke und den Nachbarn und dann wird das abgewischt. Und es ist halt einfacher, wenn es transportabel ist und ich kann man es in die Hand nehmen und in der U-Bahn, wenn ich in einer Stadt lebe, mit der man dumm fahren. Und ich finde es ehrlich gesagt als Musiker, wir spielen ja ab und zu mit den Blues-Schammeln zusammen, oder mit anderen Musikern, die dann durchaus auch verstärkt spielen und so weiter, mit E-Gitarren spielen. Es ist ja auch angenehmer, wenn es auf der Bühne nicht so laut ist, als Musiker muss ich ehrlich sagen jetzt. Das kannst du laut sagen. Was ich nur sagen will, das kommt auch immer darauf an, welche Musik macht man, was ist man selbst gewohnt. Wenn ich natürlich eine Hardrock-Band bin, eine große und sage, ich habe auch große Bühnen, ja, dann macht es natürlich auch was her, wenn ein ordentliches Stack dort steht. Nicht? Und da kann ich eine gewisse Luft bewegen auf der Bühne, das passt, aber ich sage mal, in kleinen Clubräumlichkeiten ist das, und das ist einfach meistens halt und halt öfters als eine riesengroße Bühne. Wie gesagt, es gibt die großen Names auch von uns, ja? Ja. Also das ist kein Thema. Das klassische Fullstack. Das klassische Fullstack, 4x12er Box, genau, einmal oder zweimal. Aber es ist ja oft so, du erkennst ja oft dann sozusagen den Unterschied, sind das jetzt Profimusiker oder einfach jetzt, ja, leidenschaftliche Musiker, wenn die daheim stehen, haben wir eine Anlage, die eigentlich für ein Stadion ist. Nicht? Der Profimusiker, der on the road ist, ne, der greift zu dem, was praktisch ist und gut klingt und so weiter. Genau. Und ja, für beide Dinge aus. Ne? Für beides. Und es gibt halt wirklich gewisse Lücken noch, die ich halt entdecke, wo man sagt, gut, es gibt sehr kleine Amps, alles mit digitalem Modeling und so weiter, hat alles seine Berechtigung, ist mittlerweile, muss man auch sagen, sehr, sehr gut. Ja? Aber es gibt nur immer das Quäntchen und auch immer der Kunden, wenn ich höre, naja, ich habe mir das gekauft, das funktioniert, das ist schon gut. Aber wenn man ihnen dann ins Gesicht schaut, wenn sie wirklich einen reinen Röhrenamp dann spielen, so einen Röhrenverstärker, das ist ein anderer Gesichtsausdruck und sie sagen noch, es ist ein bisschen anders. Ja. Weniger dem Publikum, also dort wird man es kaum mehr wirklich viel Unterschied hören, ja, gerade bei Großen, aber die Rückmeldung vom Verstärker, ich sehe die E-Gitarre oder halt Jazzgitarren mit Tonabnehmer zum Beispiel und den Verstärker als ein Musikinstrument. Mhm. das machen vielleicht, manche sehen das nicht so, für mich gehört das zusammen. Nicht? Also das ist genauso wichtig, diesen Amp als Teil des Instrumentes zu sehen. So ist es. Und somit gibt es halt auch sehr viele Unterschiede, nicht, die man haben will. Und ja, jetzt gibt es halt so Ideen, diese Röhrentechnik halt doch einzubauen, aber halt kleiner zu machen, wenn man vielleicht mit der Endstufe noch was anderes konstruieren könnte. Also transportabel das Ganze. Transportabel und wie gesagt, wenn man kleine Röhrenamps mit kleinen Röhrenendstufen macht, das ist auch, wenn ich denke an die Anfänger aus den 40er und 50er Jahren, gingen immer wieder mehr zurück. Nicht? Also ja, man sagt, na, kleine Amps, nicht, so wie damals aus Amerika, bei den bekannten Fender und so weiter, und wie sie alle geheißen haben. Und das Interessante ist, du baust ja für mich auch gerade. Also es gibt ja auch ein Auftragswerk von mir in deiner Werkstatt. Wartezeit hat man halt, das ist klar, weil das ist halt eine handgemachte Geschichte. Aber das ist ja auch ein kleiner Kombo, nicht, den wir gewünscht haben. Genau, das ist ja auch was Handliches. Man, schwag nur für meinen. Und das ist für mich eine Hobbygeschichte, weil beim Heirigen brauche ich ihn eher nicht. Genau. Aber halt ja, für mein Jazz-Gitarre ist das natürlich schon eine geile Geschichte. Also da freue ich mich, und das wird auch so was Kleines. Das wird was Kleines, und wir werden vielleicht noch neues Gehäuse machen. Ja, du hast ja auch was Neues, genau, bei den Gehäuse. Neue Materialien. Neue Materialien aus Holzsorten, die es eigentlich schon seit 1000 Jahren gibt, die in unseren Breiten eigentlich nie so verwendet wurden. Weil das Bologna Zierbaum bei uns ist der Blauklappenbaum. Lieblingsbaum von der Sissi übrigens. Kaiserin Elisabeth? Ja, war einer der Lieblingspflanzen, und die haben noch eigentlich aus Asien nach Europa geholt, deswegen. Und ich weiß, es ist momentan auch, was Brennholz anbelangt, will man das stark züchten. Das wächst schnell. Das wächst schnell. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn man was groß kultiviert in Breiten, wo es eigentlich nicht hingehört. Das ist ökologisch manchmal bedenklich. Ja. Aber das Holz hat man wirklich in Asien lang verwendet. Also das bis heute noch. In Japan werden Kimono-Schränke gebaut, weil sie feuerfest sind, das Holz natürlich. Dann leicht ist das, gell? Und ganz leicht, hat aber im Gegensatz zu Balsaholz zum Beispiel aber eine extreme Stabilität im Verhältnis zur Dichte von dem Holz. Ja. Nimmt doch überhaupt keine Feuchtigkeit auf. Ne? Da haben wir schon probiert, ins Regenfassel schmeißen, ein paar Tage. Und es ist leicht, und wenn man das in einem kleinen Kombo macht, hat man keine großen Flächen, die sie verwerfen können. Und einen sehr, sehr akustischen, glockigen Ton hat das sogar schon. Und da bin ich gespannt, wie jetzt dann, gerade für so jazzige Sachen. Ja. War interessant, ein Fretless Boss aus dem. Ja, aber ein wichtiges Thema. Du bist ja stark spezialisiert auch auf Bassverstärker, gell? Habe ich das richtig mitgekriegt? Nein, aber spezialisiert auf Bassverstärker nicht. Wir haben jetzt ein Projekt noch laufen, dass wir wieder einen Bassverstärker konstruieren. Ja, also es ist nicht nur für Gitarristen interessant, sondern genau. Also Bassisten auch. Technologisch ist da nicht viel Unterschied. Es ist frequenzmäßig, muss man einfach sich dort reinsetzen, wo halt das Instrument auch hingehört. Ne? Ja. Knurr. Und wir haben ja ein Privileg, weil wir besitzen ja aus deiner Werkstatt zwei Verstärker, die keine Röhre drinnen haben. Das Patrick nicht erzählt, weil das sind nämlich, die Leute reden uns oft drauf an. Ja, das sind zwar so kleine Holzkisteln in der Größe circa, und ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, eine Mini-PA-Anlage mit Akkubetrieb. Genau, das war Akkubetrieb schon etliche Jahre her, sprich man könnte es heutzutage mit anderen Akkus wahrscheinlich noch stabiler bauen. Wobei stabil muss relativ, das ist jetzt wie viel Jahr, 12 Jahre, und die Akkus sind immer noch die alten drinnen, und 4-5 Stunden also durchzuspielen. Das ist mehr als 12 Jahre her. Ist kein Problem nach wie vor. Und das 16er Buam, wir haben die oft, weil sie im Glas haben, und da ist jetzt vom Ton her, von der Akustik her, war für uns wichtig, wir brauchen da keine Anlage, wo wir alles mögliche einstellen können. Wir wollen einfach nur, so wie wir da sitzen und Wienerlieder spielen, einfach nur lauter sein. Eben für kleinere Gesellschaften, wo die, wenn man akustisch spielt, wo das zu schwach wäre, wo aber eine PA-Anlage einfach übertrieben war oder aus Platzgründen gar nicht geht. Damals gab es ja so kleine PAs ja noch gar nicht, also so kleine, diese Lösungen, wie es heute gibt, nicht? Also das gab es ja überhaupt nicht damals. Genau. Das sind die zwei, und das sind quasi, haben wir schon aus deiner Werkstatt mehr oder weniger. Genau. Ja? Also, Und das war schon, das sind schon... Die sind wirklich so abgestimmt auf die Instrumente auch. Die haben eine Kontragitarre und einmal auf die Harmonika und jeweils Gesang, also zwei Eingänge. Und genau. Das ist perfekt. Manchmal haben wir vor allem mit dem Gehäuse viel rumexperimentiert. Ja. Mit dem Deckel? Mit dem Deckel, genau. Das, ja. Das mit dem Deckel beeinflusst man den Klang von dem. Wie beim Klavier ähnlich. Ja, ja, wenn man einen Flügel aufmacht oder genau. halb aufmacht, Viertel aufmacht, zumacht. Genau. Und da reden uns oft leider. Ja. Also wenn wir mit dem spielen, viele reden uns aus Suppe. Oder die Wirten sind immer ganz ding, ja, ihr braucht ja einen Strom auch. So, nein, nein, wir haben alles, ist alles auf Akku. Ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen beschäftigt. Es gibt da aus den 50er und 60er Jahren sogenannte Batterieröhren. Der Kofferradius mit Röhren betrieben mit Batterien, die gibt es sogar noch am Markt aus Altbeständen, kosten einen Nepp. Ja? Kosten nichts. Diese Röhren. Und da habe ich jetzt gerade ein paar Ideen, ob man nicht vielleicht wirklich so einen kleinen Röhrenämpfel gesagt, wenn das so 5 Watt hat, reicht es so. Wenn man im Gehäuse noch vielleicht sich überlegt mit Exponentialhörnern, damit man quasi den akustisch noch den Luftstrom ein bisschen verstärkt. Ja, leider. Also quasi so grammophonmäßig oder wie? Ja, genau, also dass man quasi die alten... Oder wie die Trichtergeigen die alten mechanischen... die alten mechanischen Lautsprecher, also das Lautmachen, mit integriert, weil dann braucht man nicht so viel Leistung elektrisch. Und in der heutigen Zeit mit den Akkus, die es gibt, also die werden ja immer kleiner mit immer höheren Kapazitäten. Ich brauche auch keinen großen Bleiakku, so wie man es früher dann gehabt hat. Bin ich gerade am Rumtüfteln, auf das bin ich drauf gekommen, da könnte man vielleicht auch sich nochmal was überlegen. Ja. Ja. Das ist sehr spannend, also da ist was für, und jetzt wieder um diesen Schluss zu machen zum ursprünglichen Thema, das ist halt das kannst du aus einer Konzernwerkstatt einfach nicht verlangen. Nicht? Die sind für das nicht ausgerichtet. Ja, wenn es dann eine Serienreife oder sowas. Genau. Aber das ist halt individuell angepasst, so wie unsere zwei Verstärker. Da ist gegangen um die Frequenzen von der Harmonika, von der Kontragitarre, die Stimmen, das Zusammenspiel von Stimme und Instrument, dass das da rauskommt. Das geht, du kannst nicht hingehen, so ein Ding kaufen und dann einstöhnen. Nicht? Das sagen immer, man muss einstöhnen. Da wird ja wirklich noch maßgeschneidert, wenn man so will, dieses Ding produziert und es wird damit gespült, nicht? Kann man es verbessern, es wird wieder aufgemotzt, nicht? Ein bisschen geschraubt quasi. Nicht? Und das ist halt das Geile, das ist halt das, wo ja auch Menschen zusammenkommen, das heißt, wo ja der Musiker mit dir auf Tuchfühlung geht, nicht? Oder du mit ihm, je nachdem, also wo ja ein Gespräch, ein Kontakt, eine Gemeinschaft rauskommt. Ne? Das ist noch ein bisschen so der Geist der Großmeister, nicht? Also Jim Marshall oder Leo Fender und so, noch diese, die es begonnen haben, nicht? Mit diesen Dingen. Nicht? Und wie sie alle noch immer heißen, nicht? Das waren nicht nur zwei gewesen. Wobei gerade bei Jim Marshall und Leo Fender ist interessant, dass die zwei, also vor allem Leo Fender, ja grundsätzlich mit Musik gar nichts wirklich viel zu tun hat, außer dass er halt leidenschaftlicher Country-Hörer war. War selbst kein Musiker, der war selbst kein Musiker und hat das eigentlich alles aus rein wirtschaftlichen Gründen entwickelt. Und beim Jim Marshall ähnlich, da ist so ein begnadeter Schlagzeuger gewesen, der ist auch schon von uns gegangen, ne? Und hat dann sehr wirklich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten das entwickelt, hat aber genauso wie der Leo Fender ein Gespür gehabt, was brauchen die Musiker. Das ist das Allerwichtigste für ein Instrument. Eben solid Gitarren zu bauen, also wirklich nur aus Holzbretteln nehmen, damit man es lauter wird. Das ist einmal, weil es mit dem Rock'n'Roll da gekommen ist. Ne? Und eben keine Bäranlagen, man hat sich durchsetzen müssen, das war lauter alles. Ja? Und somit sind halt diese großen Marshall-Stacks dann entstanden. Nicht? Das war eigentlich eine PA-Anlage sozusagen schon, nicht? So, wenn man es genau nimmt. Nicht viel zu sagen, aber so, dass man einfach... Dass ich einfach mehr vor 1000 Leute nachspielen kannst, und die ersten großen Kunden waren ja der Who bei Marshall. Nicht? Ja. Und somit ist ja die Firma 12er entwickelt worden. Nicht? Und ja, der hat zuerst 8 12er in einer Box geschafft, bis dann sämtliche Roadies, wie man heutzutage gesagt, die im Vogel teilt haben. Sind wir wieder bei dem Thema, ne? Den kannst du selber zahlen. Und er hat gesagt, okay gut, dann schneide es einfach auseinander und mach zwei draus. Ja, und dann war natürlich gut für ihn, weil die Who hat ja das regelmäßig gebraucht, ne? Weil die haben ja immer zusammengehauen, ne? Genau, auf der Bühne. Genau. Das war eine wilde Zeit. Aber ich, das ist zum Beispiel etwas, das machen die nicht. Also das würde mir nicht in den Sinn kommen, bei allem, bei aller Liebe für Rock'n'Roll und diese ganze Lifestyle-Geschichte, aber also ein Instrument zusammenhauen, das kommt für mich, das ist für mich, also Blasphemie. In höchster Güte. Richtig, ja. Und das hat mit, und ich meine, genauso Hotelzimmer zusammen, da haben sie ja Hotelzimmer verwüstet. Ich meine, das war halt eine Zeit lang cool, weil es halt gegen das ganze Establishment revoltiert hat. Aber ich denke mal wirklich, also, und ich kenne so wahnsinnig viele Musiker und du kannst es ja bestätigen jetzt mal, weil du kennst ja noch mehr, weil der Oliver hat ja unter anderem zum Beispiel, wie sie in Wien waren, Araya Heap, glaube ich, gell? Oder genau, da bin ich angerufen worden am Abend, so, glaube ich, 2 oder 3 Stunden vom Konzert. Ja. Dann ist da immer Marshall Röhren in den Stufen halt eingegangen und ja. Ja, einige. Ich weiß nicht noch, für Joe Zawinul, dass das ganze Equipment haben wir gewartet genau, mit seinen alten Analog-Synths ja, und so weiter. Genau. Also ganz eine spannende Geschichte. Ja. Also Geschichte. Du bist in einem neuen weiteren Musikerkreis unterwegs als wir, aber mir ist das wirklich aufgefallen, jetzt die Musiker werden vernünftiger. Erstens, sie werden besser, also das habe ich schon gemerkt, ja, sie werden technisch und sie werden musikalisch besser und sie sind vernünftiger. Das ist also, die wissen, die machen eine Show, ja, ne? Und die Show ist okay, aber dann sind wir wieder normale Menschen. Ja. Nein, ich kann das ganz, ganz stark bestätigen, gerade bei, sogar bei der ganz basen Musik, nicht? Also was Richtung Metal geht, aber auch etliches miterlebt und machen dürfen. Zerstört er vielleicht ein bisschen an Mythos, ja. Nein, gar aber nicht. Aber es war wirklich durch die Bank, hast du das hinter der Bühne, hast Veganer gehabt, Leute, die bei ihren grünen Tee noch ihre Yoga-Übungen gemacht haben und auf der Bühne ist abgegangen, was du genau gehabt hast. Das sicher. Die Welt steht jetzt zusammen, nicht? Da hast du so erzählt, was uns so stolz gemacht hat, da hast du mir erzählt, das ist auch schon länger her, man sagt, nein, die ganzen Haberer da aus der Hardrock-Ecken, die haben es dann gesagt, nein, mit uns könnten sie nicht mithalten, ja, weil das schaffen sie nicht. Ja. 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 Beim Heirigen, naja. Und das stimmt, die sind alles voll brav. Wir sind da irgendwo also bei so kleinen Festivals, wo wir halt dann mitspielen haben dürfen, muss man sagen, ne? Da waren wir auch dabei. Und da haben wir, haben wir mal einen Doppler aufgerissen, damals hat es den Doppler noch gegeben, Doppler aufgerissen und so weiter. Und da waren die Rockerburschen, die haben alle gebackt bis oben hin und die Haare und dann Piercing, wie sagst du immer, die Wuchtgewichteln im Gesicht. Und da haben sie dort, nein, ein Glas Wasser und in eigenen Osmosefütter mitgenommen und so weiter. Und wir haben uns den eingezogen, haben wir nicht geraucht, ein paar Bier mit Doppler. Ich muss sagen, es gibt das Umgekehrte auch, aber was ich, wenn man so ein bisschen eine Bandbreite macht und sagt, also die längerfristig erfolgreich sind, auch wenn es nur nebenbei eine Geschichte ist, weil es mit der Rockmusik halt in Österreich, wenn man nur auf dem bleibt, ja, halt ein bisschen schwierig ist, davon ja wirklich leben zu können. Die haben sie wirklich unter Kontrolle. Und dann gibt es halt bei uns, die halt das wirklich, ist, ja, ich sage mal, das ist Rock'n'Roll ausleben, aber die machen das wirklich nur hobbymäßig. Ja, ja. Ja, ja. Und das sind die, wo es halt wirklich so zugeht, weil es anscheinend so ein bisschen ein Mythos halt ist von früher. Wobei der Mythos ist, ich muss mal sagen, bei den 16er Buam, bei uns beiden, wir kennen auch nicht, wir weiß nicht, manchmal spielen wir ja 5 Tage hintereinander ja Konzerte. Wir ja, können ja nicht jeden Tag auch so sein. Ja, so wir hätten ja nicht mehr leben. Nicht. Wobei, sagen wir sie ehrlich, also wenn wir angefangen haben, da war es schon so, dass man natürlich nein, oft angedrungen, aber während der Spielzeit selber war man nie angesoffen. Nein. War gut einmal, man ist einmal in einem leichten Schwül, aber ja, immer im wir haben nie, kein einziges Mal in den 25 Jahren 16er Buam, haben wir wo gespielt, wo wir dann gesagt haben, erst, ich kann eigentlich jetzt, ich kann es gar nicht mehr. Nein. Ich bin so angesoffen, dass ich es nicht zusammenbringe. Nicht einmal. Wir haben immer einen Schnaps auslassen, haben gesagt, keinen Schnaps, wir trinken gespritzte. Und jetzt bin zunehmenden Alter sind wir sowieso braver geworden. Aber oft trotzdem ist es dann nachher oder im Vorfeld, also Vorfeld, im Konzert rundherum. Und klar, mein Auto fahren ist dann auch wieder weniger. Aber da wird schon was packt, wenn es ist. Aber natürlich immer, so wie du sagst, man muss es im Griff haben. Ich kann nicht, das ist ganz wichtig, wenn ich 5 Tage hintereinander spielen, dann Vollgas, das geht schon konstitutionstechnisch nicht mehr. Das ist halt so. Ja. Aber, weil du es auch gesagt hast, mit der Rockmusik, es ist nicht so leicht in Österreich. Wie ist denn das? Jetzt bist du in Kettlasbrunn im Weinviertel daheim und willst da mit Röhrenverstärkern ein Geschäft aufbauen. Ich meine, wir haben jetzt oft gerade, ich frage jetzt so deppert, nur für die Kamera, wir haben schon oft darüber geredet, ja, wie das ist. Aber wie schätzt du das ein überhaupt in diesem Musikbusiness oder Equipment-Business Fuß zu fassen, oder wie ist da der Weltmarkt? Wie teilt sich das auf? Wie geht das? Also was wir beobachtet haben, ist, dass definitiv diese großen Verstärkergeschichten, ja, dass die wirklich abnehmen. Also diese Türme, ja, die hat man halt, eben wenn man gut einmal ausstellt und so weiter, das sind so diese Flagships. So die Eyecatcher. Eyecatcher, genau, diese große Fläche. Super Begriff. Flagships, Eyecatcher. Das sind die Hingucker. Die Hingucker, stimmt. Ja, Hingucker heißt der. Genau. Eyecatcher. Und du hast natürlich auch eine große Werbefläche dadurch, nicht? Also eben gerade auf große Bühnen oder wo halt viel los ist, wenn was heraussticht, ist das natürlich eine gute Sache. Aber ich sage, diese Transportfähigkeit von Geräten, die hat sicher was für sich. Und natürlich, man muss einfach schauen, dass man neue Medien nutzt, mhm, in der heutigen Zeit. Also so wie es ihr macht jetzt. Ich glaube, dass das um und auf ist, weil ich habe in den letzten Jahren dann gesehen, dass auch das ganze Vertriebsnetzwerk ja sich komplett geändert hat. Ja. Früher waren viele Großhändler, Zwischenhändler, kleine Einzelgeschäfte, die, glaube ich, wieder wichtig werden. Schon, ja. Ich glaube, man muss sich nur selbst ein bisschen so, ich sage mal, an der Nase nehmen und sagen, vielleicht spezialisiert man sich vielleicht ein bisschen mehr, weil die große Masse, die wirklich billig produziert werden kann, da sind Online-Shops einfach maßgebend. Ja, ja. Das sicher, also das ist. Und so. Ich glaube, es ist besser. Nehmen wir mal jetzt einmal an, ich habe jetzt nicht vor, ein Musikgeschäft aufzumachen, aber wenn ich ein Musikgeschäft habe und habe dasselbe drinnen stehen an Marken wie alle anderen, vielleicht sogar mal selben Preis wie große Online-Händler, aber nicht die Auswahl, wenn ich es, ja, testen will, dann ist das, ja, der falsche Weg. Ich glaube ja. Ich glaube ja, das denke ich mir bei vielen Sachen. Jetzt, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mir, jetzt fällt mir kein Beispiel, nur sagen wir Elektronik, bleiben wir in der Elektronik. Wenn ich jetzt einen kleinen Elektronikhändler habe und ich komme wegen einem Toaster und der hat die gleichen Toaster, die es beim Mediamarkt gibt und beim Saturn gibt und auf Amazon und die gleichen Toaster. Nur halt in der Regel dann teurer. Beziehungsweise, halt, ja, was ist, da geht es ja um keine Beratung, nicht? Für einen Toaster brauche ich keine Beratung. Du sagst auch gerade wieder, was ich gerade einwerfen wollte. Und der nächste Punkt ist ganz wichtig, die Beratung und das Wissen von dem Verkäufer dort, was da ist. Ne? Es nutzt man nichts, ich kenne das bei vielen anderen großen Geschäften, von Elektronik über Baumärkte, sonst was. Ich stehe dort und frage an, wenn ich einen finde überhaupt dort. Ja? Das ist bei kleineren Geschäften vielleicht anders, mhm, aber selbst bei kleineren Geschäften sehe ich es immer wieder. Und da liest man dann das Produktbladl an. Ja. Lesen kann ich selber. Sage, danke, lesen kann ich selber, aber ich brauche vielleicht einen Vergleich oder mit einem anderen Produkt oder vielleicht auch einfach nur seine Erfahrung. Das, ja, ist vielleicht auch gar nicht meine eigene Meinung, aber du kennst das, du gehst einkaufen, kommst eben ins Gespräch, das ist dieses Menschliche. Und das hilft dir dann selbst eine Entscheidung zu treffen. Ja. Weil ich denke mal, also nur der Aufruf unterstützt die kleinen Geschäfte, das ist, finde ich, wirklich zu wenig. Also die müssen schon irgendwas leisten, die müssen schon was, ja, bringen. Ja. Und das verstehe ich schon so drunter. Und du hast manche wirklich gute Geschäfte, wo du sagst, dort gehe ich gern hin, weil der hat eine Beratung, der kann das, der macht das, ist oft gar nicht viel teurer oder oft gar nicht teurer sogar. Und er hat andere Dinge im Angebot. Aber wie gesagt, wenn die gleiche Ware dort liegt, wie bei einem Großen, und was ich am meisten hasse, Entschuldigung, wenn ich das so sage, am meisten hasse, wenn ich bei einem kleinen Geschäft reingehe und sage, das und das haben wir nicht, müssen wir bestellen. Jetzt denke ich mir, ist klar, da kann sich nicht alles auf Lager legen, nur bestellen kann ich selber auch auf Amazon, dann brauche ich nicht noch einmal da herkommen. Weißt, und das sagst du Richtiges, wenn ich mich spezialisiere. Und ich sage ein anderes Beispiel, ein Motorradlhändler, wurscht, sage ich nicht näher, der hat Motorradl in erster Linie und eine Werkstatt. Das ist eigentlich sein Hauptgeschäft, und jetzt hat er halt auch natürlich ein bisschen ein Bekleidungssortiment, Helme und so Zubehör halt, ne? Und sagt, das ist aber nicht das Hauptgeschäft, das hat man aber. Und jetzt hat er gesagt, weißt, ich steige jetzt um, helmtechnisch, auf eine Marke, auf zwei hat er gesagt, zwei Marken, aber von denen habe ich dann alle. Weil jetzt habe ich 5 Marken oder 8 Marken, aber im Prinzip habe ich nie das, was ich gerade brauche, weil ich zu verstrahlt bin. Und dann gehst du zu den größeren Händlern und sagst, na, die haben die alle liegen. Wenn ich jetzt erst sage, ich bin auf die 2 Marken spezialisiert, nicht? Im Idealfall natürlich Marken, die jetzt der Große nicht hat, aber wenn der sagt, ich habe von denen, dann habe ich auch alle dort. Weil was nutzt mir das, wenn ich immer nur her, ja, den können wir bestellen. Wie gesagt, bestellen kann ich im Internet auch, da brauche ich keinen Handel dazu. Und manchmal ist ja wirklich das Problem, dass das nicht einmal zur Ansicht bestellen können. Das haben wir ja auch schon miterlebt. Das ist das Nächste. Und gerade bei einem Instrument ist das ja dann schon. Und ich sage, bei einem Instrument, darum ist ein Instrument, sich online zu kaufen, ohne dass man es wieder hergeben kann, meiner Meinung nach ein Blödsinn. Bei manchen funktioniert es, ja. Es gibt gewisse Firmen, die gleichbleibende Qualität hat, und es wird Situationen geben, wo man vielleicht schnell mal was braucht. Dann sagt man, gut, ich nehme das, weil ich weiß, mit dem kann ich arbeiten, das funktioniert. Ja. Aber wenn es wirklich was Eigenes für sich selbst als Musiker, wenn ich in Kommunikation trete mit meinem Publikum, das muss ja zu mir passen, dann ist das ein Blödsinn natürlich. Ne? Die Situation hat. Und somit kann ich nicht Aussage treffen als Händler, ja, ich bestößt, aber die kaufst eh. Ja, ja. Nein, weiß ich nicht. Ja. Das hatten wir, ja. Also, die Erfahrung habe ich machen dürfen. Und das Geschäft sage ich nicht, weil ich sonst im Großen und Ganzen zufrieden damit bin. Und das. Aber das war jetzt eine Sache. Ich habe mir so eine Gitarre angeschaut im Geschäft, und die war super, und die hatte der Floyd Rose Tremolo gehabt, und die wollte es ohne Tremolo. Wurscht, ist halt in der Teil. Ja, die gibt es ohne Tremolo. Ne? So genau, das ist eigentlich ein Vibrato. Ist also Entschuldige, ja, Vibrato heißt das. Aber das hat der Leo Fender schon frisch. Ja. Na schau, da bin ich in guter Gesellschaft. Und bei seinen Verstärkern, wie immer Vibrolux zum Beispiel, Vibrato ist schon was eigentlich ein Tremolo eine Lautstärkenmodulation war. Ja, genau. Vibrato auf der Gitarre oder Tremolo. Genau, ja. Wo es eine Tonhöhenverschiebung ist, und das ein Vibrato. Also für die Nicht-Gitarristen, es ist der Hebe, was das machen kannst. Ne? Und ich wollte die Gitarre, und da wollte ich das Tremolo, und dieses Modell gab es ohne Tremolo, ohne Vibrato. Ja. Vibrator, nicht das Vibrator oder Vibrato? Vibrato. Vibrato. Also das ist so, wie wenn das Vibrato bei der Stimme. Vibrato bei der Stimme, oder wenn du dann eine Notation hast. Du kannst auch ein Tremolo mit der Stimme machen. Kannst du auch machen. Das ist ein schlechtes Beispiel. Das ist aber was anderes. Tremolo ist was anderes als Vibrato. Das wissen wir schon, aber das mit der Stimme sagt welche nicht. Aber wir wissen jetzt, was es ist. Es geht um die Tonhöhe. Tonhöhe ist Vibrato, genau. Es geht bei Streichern, wenn Notationen steht, manchmal dann auch drin ein Vibrato. Das ist, wenn ich eben dann mit dem Finger dann die Tonhöhe. Also Lautstärke ist Tremolo, und genau. Tonhöhe, Veränderung, Schnelle ist Vibrato. Naja, und auf jeden Fall diese Gitarre, oder ich gesagt, ja, sie sagt dann, die kann er bestellen. Sag ich, nein, sagt er, aber ich brauche eine Anzahlung. Ne? Sag ich, wieso? Ich weiß nicht, ob ich die nehme. Sagt er, nein, die musst du schon nehmen. Du hast jetzt die in der Hand. Ich sage, das ist ein Instrument, das kann exakt das gleiche Ding sein. Die eine ist besser als die andere, für einen selber. Und der, was für mich gut ist, heißt lange nicht, dass der für dich gut ist. Ne? So ist es. Aber der wollte, so sage ich, erst durch zu bestellen kann ich es im Internet bei einem großen deutschen Internethandel auch. Nur dort noch ein Vorteil. Du 30 Tage lang zurück. Leg es zurück und schickst es zurück. Ja? Und das ist halt das, was ich meine. Das geht nicht. Und dann wollen sie konkurrieren. Oder konkurrieren wollen sie eh nicht. Ne? Aber wenn ich jetzt was Spezielles habe, so wie du sagst, so wie ich vorher gesagt habe, wenn man nach Stoob gefahren ist, hat man sich das Stoober Geschirr gekauft, Burgenland. Da ist man nach Stoob gefahren. Und wenn man sagt, diese RedemptionAmps, ich will so einen haben, dann war sie bei dem und dem Händler, und natürlich heutzutage ohnehin online, keine Frage. Aber es sind sowieso handgemachte, noch nicht in erster Linie, also so Serienproduktion hast du eh noch nicht. Ne? Haben wir noch nicht. Das weiß man, wie es sich entwickelt. Wenn natürlich so eine große Nachfrage ist und man will dieser auch nachkommen, ne, dann wird es natürlich mit ein, zwei Mann nicht mehr gehen, da muss man jetzt schauen, was kann man vorfertigen lassen, was, wie kann man vielleicht sich selbst Personal herholen, ohne dass das halt wirtschaftlich gleich wieder eine Katastrophe ist, was halt bei vielen Firmen immer schnell wächst, passiert. Da gibt es unterschiedliche Varianten und das muss man sich einfach anschauen und gar nicht, glaube ich, so viel ins Voraus fix planen, weil man da ein bisschen unflexibel wird. Man muss die Flexibilität bewahren, gerade in solchen Dingen. Es ist schon ein Weg, man muss wissen, was man will. Klar. Und man kann aber genauso sagen, gut, es ist vielleicht so eine große Auflagslage da, jetzt gerade, aber dann muss man halt warten und man sieht ja ein bisschen aus auch, muss man sagen. Nicht? Also es ist ja nicht jeder Kunde für einen gut. Ja, klar, das ist absolut so. Es gibt Kunden, wo es einfach nicht zusammenpasst. Und nachdem wir eben keine Serienproduktion haben, wo halt ein großes Management davor steht, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten produziert, dann ist der Mensch, der Kunde ganz, ganz wichtig. Ne? Und ich sehe generell aber so einen Trend, gerade in der Musik oder beim Instrumentenbau, das ist beim Verstärkerbau, der ja auch ein Instrument ist, wenn man es genau nimmt, glaube ich nicht anders, dass wieder gerade im deutschsprachigen Raum gibt es enorm viele junge Instrumentenbau, jetzt wieder in den verschiedensten Branchen, sei das Geigenbau, Gitarrenbau, bis hin zum Harmonikerbau, Klavierbauer gibt es wieder. Ja, da ist ja auch hilfreich ein bisschen dieser Retro-Trend. Absolut, ne? Und wir merken es ja selber mit Wienerlied. In der Woche spielen wir bei zwei Hochzeiten, also bei einer haben wir schon, bei einer anderen spielen wir Hochzeiten. Das hat früher, sage ich mal, bis vor 15 Jahren, hätte es das nicht gegeben, dass einer Wienerlieder bei der Hochzeit haben will. Dann spielen wir bei Geburtstagen, die unter 40 sind, also bei 30ern, spielen wir oft jetzt. Nicht? Oft, ja. Unser Publikum, wenn es nie ist, bei der 10er Marie, das ist so ein junges Publikum, das wir noch nie gehabt. Also das waren, ich sage jetzt mal, wahnsinnig viele Leute, die eben so, ab 26, sage ich mal, aufwärts, so um die 30. Um die 30 sind, Und die das wieder auf das stehen und die sagen, das ist leibend. Und die kommen her und schauen sich die Instrumente an, weil die das Handwerk noch gern haben und solche Sachen. Ne? Also dieser Retro-Trend, ich nenne das jetzt mal, ich meine es nicht abfällig, sondern es ist also, ich glaube, der hilft da schon wahnsinnig viel. Das ist ja alles Vintage. Ne? Vintage, jawohl, Vintage. Du! Vintage ist immer besser, Aber ich sage euch was. Du hast eingeladen, da in den Garten zu dir, du bist nicht weit gekommen, ich bin am Bradenweg hergefahren. Unser Wasser neigt sich dem Ende zu, wir trinken nur Wasser, warum weiß kein Mensch. Aber das und genau in diesem Moment ist der Akku zu Ende gegangen, nicht nur das Wasser, sondern auch der Akku und dementsprechend gibt es kein Bild, also keine Verabschiedung, das hole ich jetzt noch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen Spaß gehabt, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war ein interessantes Gespräch. Und ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe, dickes Busl, euer Klausi. Pfiat euch. Lieber Gott, war mir tot, wann ich werden sollt abstinent, dazu habe ich kein Talent, nur ein Wein, schenkt's mir Wein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh, vor mir raus.